Leute, willkommen zu einer Folge LS19 Ebelsbach. Ja, Sonntagnachmittag, Samstagnachmittag haben wir jetzt. Zweite Folge heute. Ich habe noch ein bisschen weggemacht hier. Die kleinen Flasche liegen. Und ja, wir können jetzt hingehen. Und das hier mal nehmen. Abkoppeln. Und dann. Mit dem mal hier weg. Dann ist das hier vorne einfach mal hin. So, da ist der Case. Obwohl, ganz ehrlich, ich brauche mir auch nicht mehr jetzt. Jetzt können wir das eigentlich mal zusammenklappen. Klappt automatisch ein, dann ist ja gut an. Die nehme ich auch hier hinstellen, den Häcksler. So, und dann fahre ich mit dem großen Case mal zurück wegfahren. Weil es gehört ja auch zum Forst dazu und ich dachte mir, komm, mal zurück, sonst mal rein den Case. Und der Grundstand von 71.000 auf ein bisschen aufzubessern, auf. Ja, hat er denn gut? Gibt es überhaupt dafür zur Zeit? Mal gucken. Wieder diese Sonnenprobleme, wie letztes auch mal. Beim Sägewerk. 106.000, ja, okay. Ui, hier ist der Feldweg, wo ich drauf melden wollte. Kann ich hier runter? Hier runter. Oh, da ist ein Baum. Kann man geiles Screenshot machen in der Kurve, das sieht vielleicht geil aus und so. So, das sieht doch geil aus. Jetzt. Tap, tap und dann geht es ZFUV auf 30. Boah, boah. Das sah gut aus, das sehen wir. Tap tap, GS ZFOV auf 65 und GSD tap 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 tap. Oh, geiles Screenshot. Ach ja. Kompliziert. Ich muss auch noch auf die Karte gucken und ich kann aber so bewegen, dass ich gerade den Schatten habe von der Sonne, weil ich wieder mit der Sonne halt noch her. Nächste Woche bin ich mal wieder in meinem Zimmer. Nur richtig und dann kann ich da. Und da habe ich den Sonne wieder von. Naja, hoffentlich von der Seite. Also gar nicht. Denn da kann ich den Rollladen und kann auch alles halt abdecken und sowas. Richtig hier? Ja, richtig gut. Kann ja auch. Aber dann nehme ich mein Bett. Ich am Hochbett. Dann ist mein Bett, habe ich dann Schränke stehen. Bei meinem Bett. Die geben mir dann Schatten runter, wenn ich so da reinknallt mittags. Schon zum Zocken, nicht, dass ich auf dem Bildschirm habe. Dann schon wie es dann passt, alles da. Wäre auf jeden Fall auch noch so eine Art Punktual zu nennen, aber den Special machen. Wir sind ja bei den 66, fehlen noch 34 und dann haben wir die 100 voll. Dann gibt es aber den Special. Ich werde mal meinen PC zeigen. PC und ein bisschen meine Zockerecke. Hier muss ich rein, genau, hier wollte ich reinfahren. Uiuiuiuiuiuiui. Okay, es gefällt mir echt gut. Ich denke mal, sowas werden wir uns auch kaufen als nächsten Schlepper. Wir wollen Case mehr ganz auf dem Hof. Wenn wir noch Geld zusammenkriegen, könnte man sowas kaufen als Schlepper eigentlich. Okay, wir haben noch keinen Drescher, aber. Für
Gut, sogar wäre das eine schöne Überlegung, so ein Schlepper. So einen fetten. Eieieiei. Der Preis, der war 806.000. Ja, 6 Euro, das macht dann ca. 10.000. Ah, 1.700 Euro. Okay. Ich war gleich ein Arsch, da war ich einfach 900.000 wieder. egal. Ist halt so. Ist weniger bekommen, als ich wollte, aber es. Ein bisschen Querfeld ein, habe ich mir gerade beschlossen. Ja, fahre ich eigentlich jetzt falsche Richtung? Oh, Richtung Süden, falsche Richtung. Hier wollte ich fahren. Ein bisschen falsch gefahren. Ich wollte eigentlich ganz anders fahren, aber egal. Also ganz anders. Ich wollte eigentlich auf die alte Straße kommen, um in den Feldweg wieder hochfahren zu können, aber ich bin komplett falsch gefahren. So wie es ausschaut. Bin ich 100% falsch gefahren. Nee, 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 nee. Ich wollte einen 165er noch mal zu kaufen. Aber unser Händler, den wir hier haben in Wiesbach, der ist ja auch Case-Vertriebspartner. Ich habe was gehört, hat mir einer im Ort erzählt, wo ich morgen auf der Post war. Da habe ich ein Paket weggebracht. Und die Rechnung weggebracht und alle halt für die ganzen Forstsachen und Gedöns halt. Und am Ende hat mir einer erzählt, dass der Händler demnächst so einen Case-Tag auf der Tür hat. So einen Case-Vertriebstag. Wo die Case anbieten, die billiger sind und auch alles andere. Hab ich gedacht, ja, mal gucken, ob wir noch eine Einladung bekommen. Ich würde es feiern. Jetzt einladen hier hin. Also zu so einem Vertriebstag. Auf jeden Fall nicht nein sagen. Vielleicht kaufe ich noch was kaufen. Wenn sowas hier gibt, möchte ich sowas kaufen. Wenn sowas hier, so ein 165er, würde ich mir schon gönnen wahrscheinlich. Wenn ich das Geld habe, gönnen. Ja, aber es muss wird jetzt noch demnächst Zinage gemacht hier und dann läuft das ja auch wieder. Also weil ich Stumpenfräse habe. Stumpenfräse will ich sogar hinter Wald hängen, glaube ich. Deswegen muss ich hier nicht dran. Erstmal sitzen. demnächst. Weil ich kann die alten Stumpen wegfräsen, denke ich mal. Ich meine, die Stumpenfräse habe ich sogar schon da hinten liegen. Uiuiuiui. Oh man, der hat eine gute Aufstellfunktion. Wenn man Zeit draufladen könnte, aber geht nicht. So. Ja, wo bin ich jetzt hängen geblieben in dem Ding? Oh, wahrscheinlich an der Bordsteinkante. Bam, bam, bam. Können wir nächste Folge dann gucken, dass wir nächste Folge, ja, beziehungsweise morgen, am Sonntag, weil abgeschlossen kriegen, dann können die am Montagmorgen vorbeikommen. Oh, ich glaube, die haben gesagt, wenn sie es schaffen, kommen sie meistens nachts vorbei. Ich glaube, Sonntag 22 Uhr dürfen sie wieder mit dem LKW fahren. Das heißt, die können um 20 Uhr vorbeikommen, aufladen, wegfahren. So. Weil das fahren gleich für Transport, glaube ich, alles zusammen. Kontrolle. Der eine LKW hat ja den Hänger dran, okay, den können sie auch, so fahren, aber die anderen Kram, glaube ich, hängen alle auf, standen sie alle auf dem Pump und stellen Spoiler. So, mal nicht stehen. Obwohl die Stumpenfräse ist. Und da ist er. Ich würde gerne weiter fahren, die Stumpenfräse.
Meiner Meinung nach ist der Wald dafür wie gemacht für so Forstarbeiten. Es ist ein schöner Forstträger. Generell schöner Träger der Wald war. Ja, die Beinpressen dann noch. Also weiß nicht, ob ich beim Waldra presse oder beim Pferd, aber wir werden dann am Montag ungefähr die Beine fertig kriegen, dass wir die Feld wieder bestellt kriegen. Also komplett ab das Ding. Mal dahin erstmal. Ich soll erstmal alles irgendwo hier für den Hof unbedingt mal aufräumen demnächst. Mein Ohr juckt. Ah. Fertig gehört. So. Wir schnappen uns gleich mal den Deutz noch. Dann kann der Deutz mit CP noch mähen. Das ist eine Sache, die wir noch machen könnten. Uiuiuiuiui. Ich bin leicht unterbalanciert vorne. Front. Und was ran soll's aus dem. Ach, der hat keine Fronthydraulik. Wenn eine Fronthydraulik. Ach, ich bin wieder vorbeigesprungen. Ja, dann fährst du mähen, ganz einfach. Du hast eine Fronthydraulik, du fährst mähen. Du hast einen Schwader hinterher. Kann ich alles zusammen sogar pressen, dann können wir nämlich das Gerät dann holen. Von. Dings hier. Wir müssen damit alles fahren. Das wäre eine geile Sache auf jeden Fall. Die Presse. Mehr Werkstücke vorne. Hab ich gesehen. Jo. Boah, shit. Voll dagegen gefahren. Ich habe sie nämlich nicht gesehen, weil ich sondern an der Stelle. Und egal, auf der Stelle gerade besonders gespielt wird. Gerade was gerade am Bein gejuckt habe. Dann, der Moment, kommt die Sonne. Geht hier erstmal schon. Drei Meter. Kann ich Stunden brauchen, aber egal. Das hier. Speichern. 4, nee. 4, 8. Mähen. Front. Ja, viel Spaß beim Mähen, würde ich sagen. Ich arbeite auch nicht gerade viel schöner als wo ich so bin. Mit der Fräse. Muss ich runterdrücken in den Stumpf. Ansonsten ist halt am einfachsten ist es halt einfach aufzufahren. Weil ich weiß okay, warum meinen die Leute eigentlich keine Glocken mehr haben. 19:45 Uhr. Die Glocken heute nicht. Ich weiß warum, weil Karfreitag ist aber ordentlich. Bin ich doof. Ist halt gar nichts von den Stümpfen. Einfachsten ist halt gefühlt, einfach so drüber zu fahren. Das Ding ja drauf zu setzen. So, weiter vorfahren.
So. Nächste abfräsen. So, ne, das hier abfräsen. Mal runter. Und die Dinger hier, wenn wir die stehen lassen. Ah, da ist ein Rabe. Weißt du, das fliegt da weg. Hab auch Angst bekommen. Das ist eine doofe Idee, gerade da drauf zu fahren. Fuck. So, ich hier gefräst. Aber ich würde sagen, wir sind fertig für heute. Wenn euch gefallen hat, lasst einfach mal rum da. Schaut morgen vorbei. Morgen werden wir dann gucken, dass wir die fertig kriegen. Stimme. Dass wir die fertig kriegen und dann vielleicht sogar schon anfangen können, mit dem Dings rüber zu fahren. Mit der Setzlingsmaschine. Also würde ich sagen, macht's gut, bis morgen. Und vergesst nicht zu abonnieren. Und Abonnenten, wisst ihr, unten ein Special. Freut euch drauf. Das macht's gut. Bis morgen. Und ciao, Leute.